Hier summt und brummt. Hört ihr das? Und unser Plan ist, ein Bienenhotel zu bauen. Und zwar nicht wie die gekauften, sondern da ist ganz viel immer dabei, was man nicht braucht, sondern hier mit einem Klotz aus Hartholz. So, total der Vollprofi. Mir ist jetzt natürlich der Akku leer geworden. Also man braucht Hartholz. Eigentlich soll das keine Risse haben, das ist dumm gelaufen. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Dann Bretter für den Rahmen des Hauses. Dann hier, ich glaube, das ist ein bisschen groß, Christian, aber da müssen wir mal gucken. Wir brauchen verschiedene Löcher für die kleinen Bienchen. Und natürlich wird das Ganze mit bienensicherer oder insektensicherer Farbe gestrichen von Remmers Eco. Also das ist ganz speziell, dass die Bienen glücklich sind und dass denen nichts passiert. So, Christian hat sich extra vom Nabu etwas ausgedruckt. Ja. Genau, und das muss in eine ganz bestimmte Richtung muss das die Holzmaserung laufen. Ja, die Jahresringe seitwärts und dann von hier reingebohrt. Okay, dass das nicht splittert, ne? Mhm. Dass die Bienchen sich nicht die Flügel verletzen. Und verschiedene Größen. Haben die da auch angegeben, welche Größe? Ah. 3 bis 10 mm. Okay. Da kannst du dir heute zum Dollbohrer auf werden. Auf der Tiefbohrmaschine. Genau. Machst du jetzt? Oh, du verzapfst das? Ich setze Holztür rein. Oh, wie dass cool. Dass man so wenig Schrauben hier aus, so möglich außen sieht. Oh, das ist natürlich cool, ne? So, zeig mal, wie das funktioniert. Da habe ich jetzt markiert schon. Das ist eine spezielle Ritsche. Da habe ich hier reingedrückt, da habe ich schon, wo ich hin muss. Okay. Also ich hoffe, ich halte mir die Kamera drauf. Ich sehe rein gar nichts hier. Das ist ja so hell. So, zeig mal. Man sieht, dass es nicht genau passt. So sieht es bisher aus. Okay. Fehlt noch das Innenleben, ne? Und die Farbe natürlich. Oder die Lasur, die Schutzlasur. Ja, das wäre herzallerliebst, aber ein Schieferdach. Na, wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Ich fände es auch nur mit Holz schöner. Okay. Da liegt noch eins und dann. Ja, eins säge ich noch. Ja, und dann gehen wir morgen noch Schilfrohr suchen. Ne? So, jetzt sind wir kurz vorm Streichen. Und hier ist schon ein bisschen geschützt. Wir sind jetzt bei uns am Fluss und sammeln trockenes Schilfrohr noch für das Insektenhotel. Hier ist zwischen dem frischen Schilfrohr immer noch genug trockenes Schilfrohr, das wir verwenden können. Und hier liegen schon die Bienenbette. Und jetzt geht's ans Streichen mit Remmers Eco, der Öldauerschutz
Lasur, und zwar farblos machen wir das Häuschen. Wir möchten das gerne natürlich haben. Unser bisheriges Bienenhotel wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Aber man sieht, wir hatten das nicht geschützt und ja, das sieht jetzt schon ein bisschen angegriffen aus. Und hier haben auch ein paar Vögel sich bedient. Aber ansonsten, hier ist schon voll belegt, dieses Röhrchen. So, unser Insektenhotel ist fast fertig. Was noch fehlt, ist ein Gitter, das wir hier vorne dran noch machen, dass die Vögel da nicht rankommen. Und dann kommt das hier an unsere Baumscheibe. Yeah!